Die ursprüngliche Aufgabe des OWVs wurde tatsächlich ja am 14. Juli 1948 festgezogen in einer Satzung. So lange gibt es den OWV und die Aufgabe war, Trinkwasser zu liefern auf der einen Seite und Brauchwasser zu liefern. Und das war eine große Aufgabe, die der OWV hatte. Es gab sehr viel Not hier in der Region und drei Landkreise haben den OWV beauftragt, schafft es bitte, hier 116.000 Menschen und 40.000 Tiere im Großen und Ganzen mit Wasser zu versorgen. Im Jahr 1949 haben wir begonnen, eine Leitung zu bauen, aus dem Friesischen bis nach Diekmannshausen, 36 Kilometer. Was machen wir gerade in diesem Jahr? Bauen eine große Trinkwasserleitung genau aus dem Landkreis Friesland bis nach Diekmannshausen. Früher war es der beendete Krieg und die Menschen, die in die Region gekommen sind. Heute ist es der Klimawandel, der alle wieder zusammenrücken lässt und tatsächlich die Aufgaben bestimmt. Heute sind wir insgesamt 9 Landkreise und sehr, sehr viele Städte und Gemeinden. Und das Thema Solidarität ist in Zeiten des Klimawandels, den wir ohne Zweifel gerade erleben, wieder in den Mittelpunkt gerückt. Wasser ist eine Standortfrage. Wasser braucht es zum Wirtschaften, in der Landwirtschaft, für das Vieh, aber natürlich als Lebensmittel Nummer 1 auch für den Menschen. Wasser ist eine kommunale Aufgabe über den OWV. Und weil wir eine starke kommunale Gemeinschaft sind, haben wir die Gemeinkosten sozusagen auf vielen Schultern verteilt. Wenn man das gerade Gesagte in Zahlen gießen möchte und da man mit dem Jahr 2015 startet, so hat der OWV in diesem Geschäftsjahr 2015 insgesamt 50 Millionen in die Infrastruktur investiert. Das umfasst sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Im vergangenen Geschäftsjahr, in 2022, hat der OWV bereits über 100 Millionen in seine Infrastruktur investiert. Für das laufende Geschäftsjahr planen wir Investitionen in Höhe von 127 Millionen. Wenn man einen Blick in die Zukunft wagt und da mal das Jahr 2030 als Fixpunkt nimmt, so planen wir basierend auf den Daten, die uns heute vorliegen, eine Investitionshöhe von insgesamt über 200 Millionen Euro. Günstiges Wasser auf hohem Niveau ist wichtig zum Wirtschaften, aber wir sind natürlich auch großer Arbeitgeber. Fast 1000 Menschen arbeiten bei uns und wir sind ein attraktiver Arbeitgeber hier in der Fläche. Im ländlichen Bereich sind solche Arbeitsplätze gesucht. Aber wir sind auch so attraktiv, dass wir Menschen von außen, Fachkräfte, hierher holen, weil wir uns in der Branche einen Namen gemacht haben. Das war auch genau der Grund, warum ich mich für den OWV entschieden habe, weil er eben schon so frühzeitig ein sehr richtiges Engagement für den Grundwasserschutz gezeigt hat. Und da war er tatsächlich schon sehr, sehr weit vorangeschritten mit eben auch dem Erwerb des Biohofes damals, mit eben den Zusammenarbeiten mit den Landwirten vor Ort. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Grundwasserschutz. Das war schon etwas Besonderes damals, dass eben der OWV sich in den Sachen Grundwasserschutz so exponiert hatte. Da hat er wirklich eine ganz, ganz besondere Rolle gespielt, landesweit und ich denke auch sogar bundesweit, weil es gibt wenige Wasserversorger, die genau so engagiert sind wie der OWV in Sachen Grundwasserschutz. Und das ist natürlich etwas, was einen sehr freut, wenn man dann auch auf dieser Ebene beispielsweise in der nationalen Wasserstrategie mitarbeiten kann und dann in der Tagesschau sieht, dass diese gerade dann eben beschlossen wurde und man zusammen mit seinen Kollegen daran teilhatte. Heute zwingt uns der Klimawandel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Die einzige Konstante ist die Veränderung, das lehrt uns der Klimawandel. Wir haben Starkregenereignisse auf der einen Seite, also es regnet vielleicht sogar mehr. Aber wir kriegen es nicht festgehalten, das Wasser. Auf der anderen Seite haben wir viel höhere Abgaben. Und wir müssen in der Solidaritätsgemeinschaft, und das ist dann unsere Aufgabe als OWV, neu denken und Wasserwirtschaft neu konzipieren. Wir sind dabei, Städte zu Schwammstädten umzubauen, also dass sie Regenwasser aufnehmen, wie einen Schwamm zwischenspeichern und dann verzögert wieder abgeben. Dadurch, dass wir über die Abteilungen hinweg strategisch eng miteinander zusammenarbeiten, habe ich da schon sehr viele Möglichkeiten, mich einzubringen. Das gefällt mir richtig gut. Auch ein Grund, warum ich zum OWV kommen wollte, war ja dieses breite Feld, in dem man sich beteiligen kann. Also der OWV ist ja in der Umweltbildung aktiv, der hat internationale Kooperation mit anderen Netzbetreibern, um da in den Wissensaustausch zu gehen. Er ist in der Forschung drin, er hält Beteiligung an allen möglichen Unternehmen, damit wir hier auch IT-technisch gute Lösungen haben. Und das gefällt mir richtig gut.
Was auch wirklich, und das ist ein relativ neues Themenfeld, wo der OWV sich bewegt, ist die internationale Zusammenarbeit, die Betreiberpartnerschaft mit Südafrika, mit dem Ort dort East London, mit dem dortigen Fair- und Entsorger. Und das ist wirklich Arbeit, die sehr viel Spaß macht. Die Kollegen aus Südafrika und Kolleginnen waren jetzt erst kürzlich in 2023 in Deutschland auf der Kläranlage Oldenburg hauptsächlich. Und mit denen so zusammenarbeiten, wirklich auf Mitarbeiterebene. Also die Handwerker vor Ort haben da sich ausgetauscht, die Fair- und Entsorger, die Fachkräfte für Abwassertechnik und haben voneinander gelernt. Das war wirklich, das hat Spaß gemacht, da zuzuschauen. Aber auch die Solidaritätspartnerschaften mit den ukrainischen Partnerstädten, wenn man merkt, wie man da wirklich Hilfe vor Ort leisten kann, durch Lieferung von Material, aber auch durch Wissenstransfer und auch, dass die Dankbarkeit dann erfährt. Das ist wirklich schon ein Highlight. Wir sind auch moderner aufgestellt und wir beteiligen uns auch an moderneren, innovativen Maßnahmen. Wir bauen und beteiligen uns an einer Monoklärschlammverbrennungsanlage in Bremen oder wir widmen uns Aufgabenstellungen wie die Brauchwasserversorgung, die es uns ermöglicht, den Trinkwasserbedarf zu substituieren. Wir suchen mit Partnern nach Möglichkeiten, die Trinkwasserverbräuche zu minimieren. Dadurch nutzen wir Chancen, Brauchwasser gezielt einzusetzen. Das kann sowohl im Prozess sein beim Betrieb, aber es kann auch direkt uns berühren. Kläranlagenablaufwasser ist dazu geeignet, aufbereitet zu werden, um Industriekunden Wasser zur Verfügung zu stellen. Um der starken Nachfrage nach nunmehr 75 Jahren nach Trinkwasseranschlüssen gerecht zu werden, haben wir mit innovativen Baumaßnahmen, aber auch mit wirtschaftlichem Handeln es geschafft, heute ein sehr leistungsfähiges Trinkwassernetz zu errichten. Für mich als Geschäftsführer beim OWV ist klar, die einzige Konstante ist die Veränderung. Das ist mein Motto. Und in diesem Leitmotto versuchen wir als Unternehmen immer der Lage ein Stück voraus zu sein und vorauszudenken. Und der Klimawandel zeigt uns, dass dieses Vorgehen gut ist und alles sich verändert und alles, was wir gestern noch als richtig erkannt haben, wir vielleicht morgen ganz anders machen müssen. Und aus diesem Grund sind wir mit verschiedensten Projekten jetzt gestartet, um Wasser zu sparen. Sei es DMK mit den großen Möglichkeiten, Wasser aus der Milch für die Milch zu verwenden oder unsere großen Projekte, wo wir Kläranlagenablauf nehmen und den Kläranlagenablauf so industriell aufbereiten, dass Industriebetriebe in der Lage sind, statt Leitungswasser, statt Trinkwasser, Klarwasser aus Kläranlagen in Trinkwasserqualität zu verwenden. Der OWV hat sich stetig technisch weiterentwickelt. Als wir 1958 das erste unter eigener Regie erstellte Wasserwerk in Marienhafe Sigelsum fertiggestellt haben, waren wir sehr stolz darauf. Heute erneuern wir dieses Wasserwerk. Und natürlich, dieses Wasserwerk wird moderner werden. Wir haben eine neuartige Membrantechnologie im Einsatz, die die Trinkwasserqualität in die Zukunft sichert. Auf den Kläranlagen entwickeln wir uns auch. Wir haben heute Kläranlagen, die in der Regel 3 Reinigungsstufen haben. Heute sprechen wir bereits über weitere Reinigungsstufen, die uns in die Lage versetzt, weitere Verunreinigungen herauszubekommen. Bei einer Stufe, mit der es möglich ist, zum Beispiel Medikamentenrückstände aus dem Abwasser zu entfernen. Jetzt mit der immer besser werdenden Analytik findet man auch immer mehr Sachen, die sich im Abwasser tummeln und die wir halt in einer biologischen Kläranlage nicht entfernen können. Dafür sind die nicht ausgelegt. Das ist ja letztendlich auch aktiver Grundwasserschutz. Und damit sind wir wieder beim Kerngeschäft des OWVs, wo wir mit angefangen hat, Trinkwasserversorgung. Die Arbeit ist sehr vielschichtig. Man hat jeden Tag was Neues. Das ist super spannend. Die Kollegen sind entspannt und helfen mit, wo es nur geht. Eine sehr schöne Arbeit. Es gibt hier so ein Grundgefühl, dass man Teil von einem großen Team ist. Und man fühlt sich nicht alleingelassen. Also wenn man ein Problem hat, man findet immer jemanden, der einem weiterhelfen kann. Ich habe in all den Jahren den OWV als zuverlässigen Arbeitgeber wahrgenommen. Also aus Arbeitgebersicht ist das schon ein beständiges Unternehmen, wo man sich auch wohlfühlt. Das ist das, was uns hier ausmacht. Wir sind einfach da und der Kunde, der sieht uns, der Kunde nimmt uns wahr und kann hier auch seine Probleme klären. Wenn ich heute auf den OWV schaue, dann schaue ich auf ein Unternehmen, deren Mitarbeiter mit Leidenschaft das Thema Wasser voranbringen. Wir sind bundesweit in den Netzwerken, ich glaube sogar europaweit oder weltweit in den Netzwerken unterwegs und geben dem Thema Wasser eine Stimme. Und ich glaube, das ist wichtig. Denn Wasser wurde in der Vergangenheit immer als selbstverständlich genommen. Wasser funktioniert, ich mache den Wasserhahn auf und Wasser kommt immer. Und das ist heute nicht mehr so. Und dem Wasser eine Stimme zu geben
und die Region darauf einzustimmen, solidarisch mit dem Thema Wasser umzugehen, eine gemeinsame Lösung zu finden, sodass wir gleichmäßig wirtschaftliche und soziale Entwicklung, also das heißt Wasserversorgung sicherstellen zu sozialverträglichen Preisen, dass wir das hinbekommen. Dafür ist einfach eine große Kooperation, eine große Gemeinschaft notwendig und das ist der OWV. Und ich glaube, das kann man selbstbewusst sagen, wir tun das, weil wir es schlichtweg können.